Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Alchemical Skyblock. Und zwischen den Folgen habe ich mir eigentlich überlegt, also habe ich mir überlegt, dass ich gerne mal so eine von den Slime-Inseln einnehmen würde. Also holen wir uns ein Stack Fackeln. Oh, und das Wasser ist natürlich fertig. Also können wir Clay machen. Ab sofort kann ich Clay herstellen. Und Clay hat ein EMC-Value von 64. Das bedeutet, mit einer unendlichen Wasserquelle und einem Barrel und dem Dust, den wir ja hierfür ein EMC kriegen, kann ich theoretisch EMC generieren. Sehr schön. Die Idee ist eigentlich gar nicht so doof. Problem aktuell an der ganzen Geschichte ist, ich brauche pro Ding brauche ich immer noch zu viel Zeug. Aber ich habe jetzt diese vier Clay hergestellt. Oh, Bucket. Gibt es kein Clay Bucket? Die haben echt keinen Clay Bucket drin. Das ist doof. Ich hatte auf ein Clay Bucket gehofft. Shit. Ja. Scannen wir noch den normalen Clay noch. Holen uns eine Charcoal und nochmal vier von dem Clay. Die kommen hier rein und hier rein. Und jetzt hätte ich gerne zum darüber bauen Cobblestones. Moment. Gibt's ein Builders Friend? Magical Wood mit Gold kann ich noch nicht. Und den Creative Builders Friend gibt es sowieso noch nicht. Okay. Und ich muss auch gucken, dass ich noch zu essen kriege. Dafür müsste ich eigentlich ein Feld anlegen. Da oben tobt echt die Party. Ich weiß nicht, ob ich mich da hintrauen soll nachts. Weil dann scheint es da noch schlimmer zu sein. Was ich aber jetzt mache, ist direkt das nächste Wasser ansetzen. Die Oak Saplings rein. Und was macht dieses Food Journal? Ah, das zeigt mir die Nahrungsmittel an, die ich gegessen habe bis jetzt. Ja, brauche ich nicht. Ancient Spores bringen mir halt noch nichts. Grass Seeds bringen mir noch nichts, weil ich möchte erst eine Silk Touch Möglichkeit haben zum Abbauen. Was mir aber gerade einfällt, was ich machen könnte, ist doch Tinker's Construct drin. Ne? Also. Und das ist drin, weil hier steht die Crafting Station von Tinker's Construct. Also holen wir uns ein bisschen Oakwood. Oder ein bisschen mehr. Machen hier nochmal Sticks draus. Machen daraus entsprechende Blank Patterns. So. Die nehmen wir jetzt um ein Stencil Table, ein Part Builder, eine Tool Forge.
Toolstation, Entschuldigung. Moment, Crafting Table. Danke. Crafting Station. Hat die auch? Ja, die hat natürlich auch EMC. Und dann brauche ich jetzt Kiste. Eine Kiste. Bauen wir einfach ein paar. Die haben 9. Die hat weniger EMC. Das ist natürlich... Ich habe einen Verlust von 7 EMC. Das ist natürlich hart. Gibt es ein Uncrafting Table? Nein. Decrafting. Was haben wir denn bei Crafting? Crafting Table, Crafting Grid, Crafting Monitor von Refined Storage. Das ich auch gerne spielen würde und durchstaddeln würde. Das dauert wahrscheinlich noch. Mirror hat EMC, finde ich gut. Die Photovoltaic Cells haben EMC, aber nicht alle. Dreier nicht und die Vierer nicht. Aber Solarpanel 4 auch nicht. Hatte ich nicht gesagt, wie stelle ich die? Die macht man mit einem Atomic Reconstructor, okay. Deswegen gibt es da kein EMC, weil das sonst zu billig wird. Und im Induction Smelter mit Pyrotheum Dust kommen da die Photovoltaic Cell 4 raus. Damit kann ich dann die Solarpanels Stufe 8 machen. Auf die ich gerne auch dann später hinaus möchte. Aber ich habe gerade gesehen. Die kann ich auch in einem Redstone Furnace machen. Mit einem Solar Panel 8 unprepared. Ach so, das kann ich nicht herstellen. Okay. Also die ganz großen kann man nicht mit EMC herstellen. Das ist doof. Aber nicht zu ändern. Nacht ist. Die Uhrzeit oben stimmt nicht. 18 Uhr irgendwas passt nicht. Egal. Toolstation habe ich. Achso, die Kiste mit dem verbinden. Dann kommt das alles einmal hier rein. Braucht die Toolstation. Den Part-Builder, den Stencil-Table und natürlich die Pattern-Chest. Tool-Station, Part-Builder, Pattern-Chest, Stencil-Table. Hier kommen die ganzen Stencil rein. Natürlich Sharpening-Kit, Shard-Pattern, nein, Pick-X. Head-Pattern, Shovel-Head-Pattern, die X-Head-Pattern, Goat-X-Head-Pattern, Swordblade-Pattern und jetzt hat sich mein zweiter Monitor verabschiedet und ich habe keine Ahnung, wo ich die, da habe ich die Fernbedienung. Swordblade hatte ich, jetzt gleich leckt es kräftigst, Large-Sword-Pattern. Die Aufnahme ist jetzt nicht komplett abgestürzt. Aber ich muss jetzt nochmal raustappen, um mir mein Aufnahmeprogramm wieder nach rechts zu legen. So. Und Large Sword Blade Pattern. Hammerhead Pattern. Tool Rod Pattern. Tough Tool Rod Pattern, Binding Pattern, Tough Binding Pattern, White Guard Pattern, Hand Guard Pattern, Cross Guard Pattern, Large Plate Pattern, Knife Blade Pattern, Bow Limp Pattern,
Bow String Pattern, Arrowhead Pattern, Arrow Shaft Pattern und Fletching Pattern. Wenn ich jetzt mich nicht getan habe, müsste ich jetzt alle Pattern haben. Ich kann die restlichen Blank Pattern hier reinstopfen. Das war auch zwar ein EMC-Verlust, aber das ist nicht so schlimm. Hoffe ich. So, als nächstes bauen wir uns mit dem Cobblestone, den ich mit habe, und den Fackeln, die ich mit habe, noch weiter Richtung die Insel. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir nicht runterfallen, weil uns irgendwie so ein Slime anspringt, weil die fliegen doch ganz gut weit. Zu dem Berufe bauen wir uns hoch. Und direkt immer die Fackeln setzen, dann kann nicht so viel passieren. Das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass wenn ich hochspringe, ich runterfalle. Ich hoffe aber, dass mir das nicht passiert. Da oben ist echt Party. Fackeln nicht vergessen. So, und dann schauen wir doch mal, dass wir ein bisschen darüber kommen. Ich höre schon die ersten Slimes hopsen. Ihr hoffentlich auch. Sieht aber danach aus, weil ich kann ja sehen, wie viel ihr hört. Und tschüss, Slime. Und ich glaube, es wäre gar nicht so doof, wenn ich einmal zurückrenne und mir irgendwie ein Schwert oder vielleicht sogar irgendeine Wurfwaffe baue. Hier hätte ich direkt Treppen hinbauen sollen. Interessant, wie sich die Helligkeit verändert hat, als ich ein Stück nach unten gegangen bin. In dem Part Builder. Cobblestone rein. Und ich hätte gerne die Sword Blade. Und dafür brauche ich mehr Stone. Ist ja kein Ding. Hole ich mir. Gravel, nein. Moment, Gravel hat wie viel EMC? 4. Cobblestone hat 1. Sobald wir einen Autohammer haben, können wir eine geile Farm nachher bauen, wenn wir entsprechend den Table haben. So, vorher müssen wir das Ganze händisch machen. Okay. So, Cobblestone. Alles da rein. Den einen kann ich jetzt auch nachlegen. So. Dann brauche ich noch ein... Was brauche ich eigentlich für das Broadsword? Ein... Scheiße, ich habe es wieder vergessen. Whiteguard. Whiteguard Pattern. Habe ich. Und eine Toolward. Stone Toolward. Der Cobblestone bleibt hier einfach drin. Tada, Stone World Sword. Achso, ich brauche eh den Cobblestone. Hehe. So. Springt ruhig weiter da runter. Mich soll das nicht stören. Ach du Scheiße. Was da los ist? Kommt doch noch niemals lebend drauf auf die Insel. Aber wir kriegen Blue Slime. Der ist ganz praktisch. Weil das ist ein Slime. Tschüss.
So. Bauen wir das Ganze hier mal ein bisschen aus. Weg hier. Ich habe einen Blue Slime gekriegt. Aber ich habe nur noch 2 HP, 2 Herzen, also 4 HP. Noch kommt mir nichts hinterher. Hat der Blue Slime? Der hat natürlich keins. Schade. Magma Cream könnte ich daraus machen mit Blaze Powder. Die Magma Cream kann ich tatsächlich. Nein, kann ich mit jedem. Mit einem normalen Slime Bomb auch. Ja, und dem EMC passt auch. Schade, hm? Aber kann ich den echt nicht zu einem normalen Slime Ball irgendwie craften? Ich meine, dass das irgendwo mal ging. Mit dem Coolie Generator oder im Slimy Generator mit Milk generiert der Strom. Okay. Hilft mir nicht. Muss jetzt aufpassen, nicht, dass die Slimes von da hinten zu mir hier rüberkommen. Und das Schwert könnte ich mal reparieren. Und brauche mehr zu essen. Dafür brauche ich einen Eimer, dafür brauche ich Eisen, dafür brauche ich Gravel. Den ich siebe. So. Ich kann den Gravel hier nicht sieben. Da brauche ich mindestens Flint stiffend. Flint kann ich aber herstellen. Okay. 2, 3, 4 müssten reichen. Dann brauche ich noch Strings. 1, 2, 3, 4, 5. So, so, so. Da rein und den Rest außenrum. Schade. Komm, den Flint scannen wir noch eben. Da ist er. Da brauche ich da noch 2 von. So. Nein, das ist es auch nicht. Okay. Flint. Stiffened Mesh. Ah, okay. Crafting-Rezept geändert. Die Strings kommen hier rein. Ich nehme das String Mesh, lege das hier rein. Den Flint dazu, hol mir noch einen und hab ein Flint Stiffened Mesh. Moment, 102. Ich hätte das String Mesh vorher einmal scannen sollen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 nur. Das sind 12, also 108 EMC. Das hat auch 108. So. Aber jetzt kann ich den Gravel, den ich hier habe, durchsieben und bekomme alles mögliche an tollen Sachen daraus. Kohle zum Beispiel. Lithium, Aluminium, Silber. Die Flints können weg. Der Cobblestone kann weg. Sticks können weg. Stonehammer kann weg. Brauche ich alles gerade nicht. Oh, und so kommen wir jetzt an Ressourcen ran, indem wir die Sachen hier schön sieben. Und das war's für diese Folge. Achso, Moment. Erst einmal das Lapis noch da rein. Das ist eine hervorragende Quelle. Die Kohle hier rein. Und dann craften wir eben schnell noch hier das Copper zu einem Iron. Bei Iron Ore Chunk. Jetzt habe ich Iron Ore.
Und dann kann ich damit jetzt, das machen wir jetzt noch. Wenn ich jetzt schon so kurz davor bin, die Bricks. Die Bricks haben wir jetzt auch gelernt. Jetzt müsste ich ein Eisen-Ingot kriegen. Und ich kann Eisen herstellen. Und 1, 2, 3, 4 Eisen mit einem Philosopher's Stone zusammengecraftet. Eben eine Enderperle. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. 8 Eisen. Ergibt ein Gold. Damit haben wir jetzt auch Gold. So. Und weil wir Gold haben, eins, zwei. Nee, Moment. Sind das nicht nur, eh nur zwei? Nee, es sind vier. Also, da müssen wir noch ein bisschen Zeug generieren, damit wir uns einen Diamanten herstellen können. Aber das machen wir dann jetzt wirklich erst in der nächsten Folge. Entsprechend, ich habe euch lieb, ihr mich hoffentlich auch. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten drückt den Daumen nach unten. Schreibt mir gerne Kommentare. Lasst noch ein Abo da. Brast es raus. Tschö. Achso, und zwischen den Folgen werde ich eben die 45 Gravel durchsieben, damit wir ein bisschen Material haben. Tschö.